Diese Nachrichten aus dem Universum von Let's Dance sind hocherfreulich. Die ehemaligen Let's Dance-Profitänzer Oana Nechiti und ihr Partner Erich Klann werden zum zweiten Mal Eltern. Die Schwangerschaftsneuigkeit verkündet das Traumpaar nun auf Instagram. Let's Dance, süßer Nachwuchs für Profitänzer, mit einem emotionalen Post und traumhaften Schwangerschaftsfotos macht es das Paar nun offiziell. Für den gemeinsamen Sohn Niki wird damit der Traum von einem kleinen Geschwisterchen wahr. Das ist Let's Dance. Let's Dance ist eine Live-Tanzshow bei RTL. Die erste Staffel von Let's Dance startete im Jahr 2006. Mittlerweile gibt es bereits 14 Staffeln. Die Sendung ist die deutsche Version der BBC-Show Strictly Come Dancing. Die Show wird in Köln aufgenommen. Im Jahr 2021 gewann Rurik Gislason, Ex-Fußballprofi, mit der Profitänzerin Renata Losin. So schreiben die werden Eltern über ihr Babyglück. Wir dürfen das zweite Mal das größte Wunder des Lebens erleben. Unsere Familie ist bald komplett und unser Niki ist bald ein großer Bruder. Das hat er sich beim Pusten seiner Geburtstagstorte gewünscht. Ein Geschwisterchen. Was für eine schöne Familiengeschichte. Doch der Text geht noch weiter. Oana will diesen wundervollen Anlass nicht verstreichen lassen, ohne auch dem Vater ihrer Kinder zu danken und auszudrücken. Wie stark die gemeinsame Liebe ist. So schreibt sie, kein Glück ist größer als das. Erich, mein Liebling, du bist bald Doppelpapa. Ich freue mich so sehr, dass du der Papa meiner Kinder bist. Ich liebe dich von ganzem Herzen und freue mich sehr auf unsere Leben mit zwei Kindern. Unter dem Post sammeln sich schnell jede Menge Glückwünsche, unter ihnen auch welche von ein paar Promi-Kollegen. So gratulieren Jana Inazarella und Vanessa Mai mit. Ich freue mich so sehr für euch. Gottes Segen und alles Liebe. Und Glückwunsch, auch Sarah Engels ist gerade mit Baby Nummer 2 schwanger. Doch bei einer Sache ist die Sängerin mehr als verzweifelt.